Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Anfang gerade eine gute Nachricht für all die, die schon ganz ungeduldig auf die Königin der Gemüse gewartet haben. Die Spargelsaison geht jetzt nämlich so richtig los und neben einem herzhafteren Geschmack haben die grünen Spargel weitere Vorteile. Sie enthalten viel Vitamin und Mineralstoff, man muss sie nicht schälen und nicht nur der Preis ist schlank. Gell, Armin? Richtig, die haben so wenig Kalorien, dass man beim Essen davon sogar abnimmt. Grüezi miteinander. Den meisten Zuschauer immer noch in bester Erinnerung ist die Schweizer Athletin, die in Sydney an den Olympischen Spielen im Triathlon als Dritte durchs Ziel gelaufen ist. Herzlich willkommen, Magali Messmer. Magali Messmer. Als Spitzensportlerin, da haben Sie wahrscheinlich keine Probleme mit den Kalorien. Im Gegenteil, ich muss viel Kalorien zu mir nehmen und auch viel Gemüse und Kohlenhydrate. Zurück zu unseren Spargeln. Die haben gerne sandige, warme Böden und kommen um diese Jahreszeit aus Amerika zu uns in die Läden. Jetzt ganz aus dem Süden von Kalifornien, später dann auch aus weiter nördlich gelegenen Regionen wie Salinas und Stockton. Im Gegensatz zu ihren weißen Verwandten wachsen die amerikanischen Spargel nicht wie bei uns unter dem Boden, sondern am Licht und werden darum schön grün, entwickeln all die vielen Vitamine und den unverwechselbar delikaten Geschmack, der an ihnen so geschätzt wird. Und das ist auch schon die Wettbewerbsfrage an unsere Zuschauer im Studio. Aus welchem amerikanischen Land kommen die grünen Spargel? Aus Arizona, Texas oder Kalifornien? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept von Armin Amrain. Er wird beim Kochen tatkräftig unterstützt von der Magali Messmer. Es geht heute über Bachni, grüne Spargel an einer Senfsoße. Und wie man gehört hat, muss man sie nicht schälen. Nur die Dände ein bisschen abschneiden. Dann in einer grossen Pfanne oder in einer Spargelpfanne im Salzwasser mit einer Prise Zucker ca. 10 Minuten knackig kochen. Und nach dem Abtropfen in eine Gratinform legen, die man vorher mit ein wenig Öl ausgepinselt hat. Für Gratinsauce kackt die Schalotte im Anke andünsten. Mit Weisswein ablöschen, körnigen Senf und milden Senf dazugeben. Und alles gut verrühren. Maizena mit Halbrahm vermischen und ebenfalls zur Soße geben. Lassen aufkochen und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Hälfte vom Parmesan in der Soße schmelzen und über die Spargel gießen und mit dem restlichen Reibkäse bestreuen. Und jetzt die Form in den vorgeheizten Ofen schieben und das Gericht während 15 Minuten überbacken. Und das Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Dankeschön, Armin. Und jetzt zum Wettbewerb. Die grünen Spargel, die es bei uns gibt, kommen aus Kalifornien. Das heisst, eine gelbe Karte hat gewonnen. Darf ich bitten? Richtig getippt und damit ein Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Burgerstock gewonnen hat, Frau Marlies Muzio. Herzliche Gratulation. Gratuliere. Dankeschön. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Magali Messmer, mit der Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Danke. Danke Ihnen. Jeder fünfte Erwachsene, also mehr als 1 Million Menschen bei uns in der Schweiz, sind von hohem Blutdruck betroffen. Viele wissen es nicht, weil die Krankheit nicht wehtut. Grüezi. Grüezi. Kennen Sie Ihren Blutdruck? Nein, aber ich fühle mich gesund. Mit regelmäßigen Blutdruckmessungen kann die weit verbreitete Volkskrankheit frühzeitig erkannt und behandelt werden. Zum Beispiel mit dem Blutdruckmesser von der neuesten Generation von Braun aus dem Coop Vitashop. Jetzt sollten Sie den rechten Arm ein bisschen frei machen. Mhm. Genau. So, das Gerät am Armgelenk anlegen. Jetzt weiter rauf. Gratuliere, tatsächlich gesunde Welt. Dankeschön, vielmals. Mehr über die neuen Blutdruckmessgeräte von Braun erfahren Sie im Vitashop in unserem Supercenter. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.